Sehr geehrte Zuschauer, liebe Freunde von Zeitgeschichte in Bild und Ton. Ihr Abonnement hilft meinem Kanal. Sollten Sie mich darüber hinaus unterstützen wollen, steht Ihnen auf der rechten Seite meiner Seite mit dem roten Button das Patreon-Programm zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Für den sprichwörtlich einfachen Soldaten blieb der tägliche Dienst ja immer gleich. Aber betrachtet man das Ganze, war es teilweise von großer Dramatik begleitet, wer zu welcher Zeit das Amt des Verteidigungsministers bzw. der Ministerin bekleidet hat, ob eine Kontinuität gewährleistet war oder, wie in der Vergangenheit bei der Bundeswehr so häufig, es durch populistische Wahlversprechen zu aktionistischen Reformen kam, die meist mehr geschadet als geholfen haben. Daher ist die Geschichte der Bundeswehr offiziell seit 1955, in Wirklichkeit aber seit den Planungen seit 1950, eng verbunden mit den von den Kanzlern zur politischen Führung der Streitkräfte eingesetzten Verteidigungsministern, in geringerem Maß auch mit den Generalinspekteuren. Bei den letztgenannten bis heute 16 ist es ein erstaunliches Phänomen, dass seit 1986 von den letzten 9 Generalinspekteuren 5 von der Artillerietruppe kamen, einschließlich der letzten 2, General Zorn und General Wicker. Die anderen 3 waren die Generale Hans-Peter von Kirchbach, Klaus Naumann und Wolfgang Altenburg. Seit 1955 bis zum November 2021 gibt es 18 Verteidigungsminister, die im Frieden die Kommandogewalt über die Bundeswehr ausüben. Blank CDU, Strauß CSU, von Hassel CDU, Schröder CDU, Schmidt SPD, Leber SPD, Apel SPD, Wörner CDU, Scholz CDU, Stoltenberg CDU, Rühe CDU, Scharping SPD, Struck SPD, Jung CDU, zu Guttenberg CSU, de Maizière CDU, von der Leyen CDU und Kramp-Karrenbauer CDU. Von den 16 männlichen Ministern waren 12 Soldaten gewesen. Blank, Strauß, von Hassel, Schröder, Schmidt, Leber, Wörner, Stoltenberg, Scharping, Jung, zu Guttenberg und de Maizière. Allerdings hat es keinen Unterschied gemacht, zuerst bei den Ministern auf der Bonner Harthöhe, dann im Berliner Bendlerblock, ob gedient oder nicht, da es in beiden Gruppen Vertreter gab, die ihre scheinbaren Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den Fachspezialisten im Generalsrang nicht selten durch übertrieben forsches, manchmal freches oder sogar ungehobeltes Auftreten kompensiert haben. Zur Entstehung der Bundeswehr und der von ihr durchlaufenden 3 Phasen gibt es die beiden Videos, die 3 Phasen der Bundeswehr, Teil 1, 1956 bis 70 und die 3 Phasen der Bundeswehr, Teil 2, 1970 bis 2011 und 2011 bis 2019. In der folgenden Betrachtung versuche ich, zu einer gerechten Bewertung der Leistungen der 18 bundesdeutschen Verteidigungsminister zu kommen. Unter 11 von ihnen habe ich selbst gedient, einige auch persönlich kennengelernt. Daher ist es nachvollziehbar, dass trotz all der dabei berücksichtigten Kriterien diese inoffizielle Rangliste eine sehr persönliche und subjektive ist, da jeder, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, seine oder ihre eigene Rangliste hat. Die Wertungskriterien waren Achtung vor dem Amt, Maßnahmen und Äußerungen, die der Bundeswehr gedient bzw. geschadet haben, Verständnis für den schwer mit anderen vergleichbaren Soldatenberuf sowie der Umgang mit Untergebenen. Nicht gewertet werden Parteizugehörigkeit, Dauer des Amtes, gedient, ungedient, landsmannschaftliche Zugehörigkeit, Geschlecht, Verdienste vor oder nach ihrer Berufung zum Bundesminister der Verteidigung. Weiter, Beschaffungsmaßnahmen von Waffen, Ausrüstung und Gerät, da man aufgrund des Beschaffungswirrwarrs, außer bei den ersten 2 Ministern Blank und Strauß, danach nicht mehr weiß, wer, wann, was, für welchen Zeitrahmen geordert hatte.
Was alles in der Bundeswehr funktioniert oder nicht, ist jedem Soldaten bekannt. Die Presse dagegen inzwischen vertreten durch fast zu 100% Ungedienten, bei denen nicht nur das Herz links schlägt, nimmt jede Sommersprosse dankbar auf, bläst zur Attacke und schreit Skandal. Dies aber mussten bereits die Altvorderen erfahren, die sich seit 1950 mit der Aufstellung deutscher Streitkräfte beschäftigt haben. Welches Bild hatte sich ihnen geboten? Nach dem Verlust von zwei Weltkriegen mit fast 10 Millionen toten Soldaten war das herkömmliche deutsche Soldatentum für immer untergegangen. Und während draußen kein Stein mehr auf dem anderen stand, hingen in den Wohnzimmern die Bilder der gefallenen Großväter, Väter, Brüder und Söhne und die von den im Bombenkrieg oder während den gewaltsamen Vertreibungen aus den Ostgebieten umgekommenen Großmütter, Mütter und Kinder. Dazu kam der von den Siegern verfolgte Plan, das geteilte und besetzte Deutschland als wirtschaftliches und militärisches Potenzial ein für allemal zu verhindern. Stichworte: der angedachte Morgenthau-Plan, die Bekämpfung des preußischen Militarismus durch rigorose Umerziehung einschließlich der Angriffe auf die geschichtliche Substanz, die durch Krieg und Nachkrieg planmäßig durchgeführte Zerstörung der Städte oder die Verurteilung deutscher Armeeführer als sogenannte Kriegsverbrecher zum Tode oder langjähriger Festungshaft. Wer wollte unter diesen Umständen noch einen Beruf wie den des Soldaten ausüben? Selbst der spätere, mächtige CSU-Führer Franz Josef Strauß, im Krieg Oberleutnant der Heeresartillerie, danach junger CSU-Generalsekretär, hatte im frühen Bundestagswahlkampf verkündet: wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen. So ähnlich sahen das auch 70% der Deutschen. Aber seitdem auch die Sowjetunion über Kernwaffen verfügte und sie und ihre Verbündeten eine gewaltige Kampf- und Stoßkraft präsentierten, in grün gezeigt die Bundesrepublik Deutschland, änderte sich nach und nach die Einstellung der Sieger, vor allem die der USA und Großbritannien. Unterstützt wurde dies von der von Bundeskanzler Konrad Adenauer von der CDU durchgesetzten Entscheidung zur absoluten Westbindung des von Amerikanern, Briten, Franzosen und Belgiern besetzten Teils. Damit gehörte der größere Teil des geteilten Deutschlands in Blau zum ersten Male in der langen und wechselhaften Geschichte dieses Landes zu den sogenannten Atlantikern. Das war schon deshalb bemerkenswert, da über Jahrhunderte der deutsche Blick stets nach Osten gerichtet gewesen war, häufig im Guten, manchmal im Schlechten. Aber ab jetzt gaben die in dem seit 1949 existierenden Westbündnis NATO führenden Angloamerikaner für die Bundesrepublik Deutschland, kurz BRD oder Westdeutschland, die Richtung vor. Und während kommunistische Truppen in dem im Juli 1950 ausgebrochenen Koreakrieg die westlichen UN-Truppen, hauptsächlich gestellt von der USA, immer wieder in die Bredouille brachten, wurden von Washington und London Forderungen zur Aufstellung deutscher Streitkräfte erhoben. Das lag durchaus auch im Sinne der von Adenauer betriebenen strikten Westpolitik. Dagegen hatte die SPD unter Erich Ollenhauer mit ihrem Nein ein deutliches Bekenntnis abgegeben. Was nun aber in einer aggressiven Welt den an sich nachvollziehbaren Wunsch nach einer eigenen Armee zur Verteidigung des eigenen Landes betrifft, war der am wenigsten von den Deutschen selbst gekommen. Die anschließende Aufstellung der Bundeswehr war also nichts anderes als eine aufgrund des Drucks der Sieger herbeigeführte Maßnahme, namentlich die der Amerikaner. Berücksichtigt man dies alles, muss man sich nicht wundern, dass keiner der damaligen Protagonisten wirklich verstanden hat, was es hieß, nach dem verlorenen Krieg und den von mir geschilderten, geplanten oder durchgeführten Plänen der Sieger wieder eine schlagkräftige, von der Bevölkerung akzeptierte und vor allem unterstützte Armee aufzustellen. Unbeschadet von all dem wurde am 7. Juli 1955 Theodor Blank, CDU, Bild Mitte, zum ersten Bundesminister ernannt und das sogenannte Amt Blank in Bundesministerium für Verteidigung umbenannt. Aber besonders die nationale, uneinige parteipolitische Lage hatte die Armee bis 1956 ohne Namen vom ersten Tage ihres Bestehens an zum Politikum
und eigentlich ungewollten und damit nicht sonderlich geliebten Kind der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Das soll einstweilen genügen als Einführung zu meiner inoffiziellen Rangliste der Bundesminister der Verteidigung. Dieses Amt galt ja schon immer als Schleudersitz. Das war in der Bonner Republik so und hat sich auch in Berlin nicht geändert. Entweder konnte man opportunistisch darauf aufbauen und sich auf höhere Weihen vorbereiten, besonders wenn man die mit den Wölfen heulende Presse hinter sich hatte, oder man scheiterte grandios, zum Teil auch wegen der Presse. Es gab keinen Kanzler und schon erst recht nicht die Kanzlerin, die einen starken Verteidigungsminister ernannt oder neben sich geduldet hätten. Meist war es ein Wegloben auf den Schleudersitz und wer nicht spurte, wurde mit Hilfe von Indiskretionen an die Presse erst politisch beschädigt und dann mit viel Krokodilstränen und anschließendem großen Zapfenstreich gnadenlos abserviert. Nach dem Studium der Biografien der 18 Protagonisten kann festgestellt werden, dass die überwiegende Zahl der Persönlichkeiten mit Elan und Optimismus versucht hat, die seit Aufstellung der Bundeswehr bewusst eingeführten zivilen Hemmnisse für den Betrieb einer normalen Armee abzumildern. Bis auf wenige Ausnahmen standen alle Minister loyal zu ihren Untergebenen, auch wenn einige von ihnen immer wieder ihr Mütchen an Generalen kühlten, die nicht vor ihnen Katz buckeln wollten. Nun aber zur Rangliste, beginnend mit dem letzten Platz. Rang 18 gebührt der Ärztin Dr. Med. Ursula Gertrud von der Leyen von der CDU. Die von Bundeskanzlerin Merkel am 17. Dezember 2013 bis zum 17. Juli 2019 als Verteidigungsministerin eingesetzte, hat das Privileg, nicht nur die umstrittenste Ministerin, sondern auch die bisher größte Fehlbesetzung für dieses Amt gewesen zu sein. Mit öffentlichen Vorwürfen fiel sie dem Fürsorge- und Kameradschaftsgedanken fundamental widersprechend den Soldaten in den Rücken. Ihr setzten völlig falsche Schwerpunkte, Stichworte Kita, Gendern und so weiter, die Umbenennung von Kasernen und ihre inquisitorische Suche nach sogenannten Wehrmachtsdevotionalien mit tatkräftiger Unterstützung des damaligen Generalinspekteurs Volker Wicker hatte zu einer bis dahin nicht gekannten Verunsicherung der Truppe geführt. Ihre Wortwahl, Stichwort Haltungsschäden oder Säuberungen gegenüber der ihr anvertrauten Armee, die seit Jahrzehnten von Politikern in jeden Winkel der Welt geschickt wird, um für andere Länder die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, während deren junge Männer sich der Verteidigung ihres eigenen Landes durch Desertion entziehen und in Europa zu Hunderttausenden als Asylanten auftreten, kannte man bisher nur in anderen Zusammenhängen. All das hat dazu geführt, dass am Ende ihrer Amtszeit die Presse höhnisch kommentierte, sie hinterlasse eine Bundeswehr, bei der die Gewehre nicht schießen, die Panzer nicht fahren, die Flugzeuge nicht fliegen und die Schiffe nicht schwimmen. Dafür klappe allerdings die Einrichtung von Kitas, die Einführung von Schwangerenuniformen, das Gendern und die Werbung für alles, was ich nicht eindeutig als männlich oder weiblich bezeichnen würde. Und nachdem irgendein Narr vor geraumer Zeit das seit 1813 bekannte schwarz-weiße Eiserne Kreuz seit 1956 das offizielle Kennzeichen der Bundeswehr ungestraft in blau-grau umfärben durfte, hat Frau von der Leyen diesem hanebüchenen Unsinn die Krone aufgesetzt und das Eiserne Kreuz jetzt erst richtig verhunzt. Den 17. Rang hält Volker Rühe, CDU, im Amt vom 1. April 1992 bis 26. Oktober 1998. In seine Zeit fällt der Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin. Allerdings war es der Stadt Bonn gelungen, mit rheinischem Geklüngel den ersten Dienstsitz des Verteidigungsministeriums für sich zu ergattern. Seit dieser Zeit findet ein regelmäßiger, zeitraubender und umweltschädlicher Pendelverkehr nach Berlin statt. Bisher haben sich nur wenige Minister getraut, diese sich zu einem gordischen Knoten entwickelnde Seltsamigkeit zu beseitigen, aber dank Bonns Lobby bisher alle vergebens. So wird also wohl bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiter hin und her geflogen und gefahren, als ob das alles Gott gegeben wäre. Der ungediente ehemalige Lehrer Rühe war im Ministerium für seinen rustikalen Umgang mit Offizieren bekannt, was ihm den Beinamen Volker Rüpel eingebracht hat.
Auch besaß sie die Chuzpe, den Kommandeur der damaligen 13. Panzergrenadierdivision Leipzig und den Kommandeur der damaligen Jägerbrigade 37 Frankenberg-Sachsen mit Dienstenthebung für etwas zu bestrafen, was 2 Jahre vor deren Dienstantritt in den jeweiligen Großverbänden stattgefunden hatte. Auch ließ bereits Rühe mit scharf gefassten Richtlinien die in Traditionsräumen ausgestellten sogenannten Wehrmachtsdevotionalien wie Stahlhelme, Urkunden usw. so entfernen. In seine Mitverantwortung fällt die sogenannte Neuausrichtung der Bundeswehr sowie Auslandseinsätze in Kambodscha, Bosnien-Herzegowina und Somalia sowie die bis heute umstrittene Ausbreitung der NATO nach Osteuropa. Auf Platz 16 im Amt vom 19. Juli 2002 bis 22. November 2005 kommt Dr. Jur. Peter Struck von der SPD. Der ungediente Struck ist in die Geschichte eingegangen mit dem grotesken Satz, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt, dessen Resultat inzwischen allerdings auch jedermann bekannt ist. In seiner Amtszeit fällt die rein populistische Entscheidung auf Senkung der Dauer der Wehrpflicht auf unverantwortliche 9 Monate. Auch ließ er gegen den erfolglosen öffentlichen Protest von Dutzenden von Bundeswehrgeneralen aus an Haaren herbeigezogenen Gründen dem Jagdgeschwader 74 den Traditionsnamen Mölders entziehen und trat mit seiner würdelosen Entlassung des im Ministerium in Ungnade gefallenen KSK-Kommandeurs Brigadegeneral Günzel in Erscheinung. Platz 15 geht an Theodor Blank, CDU, im Zweiten Weltkrieg Oberleutnant der Reserve und technischer Inspektor eines Nachrichtenregiments. Zu ihm mache ich eine etwas längere Betrachtung, denn war Blank zwar erst ab dem 7. Juni 1955 bis zu seinem Rücktritt am 16. Oktober 1956 de jure lediglich etwas mehr als 16 Monate Bundesminister für Verteidigung, so war er allerdings bereits seit dem 17. Oktober 1950 der Sicherheitsbeauftragte im Kabinett Adenauer gewesen. An diesem Tag hatte er das Amt von General Gerhard Graf von Schwerin übernommen, den Konrad Adenauer bis dahin als Berater für Militär- und Sicherheitsfragen mit der Planung einer, Stichwort, mobilen Bundesgendarmerie beauftragt hatte. Schwerins Dienststelle hatte die Tarnbezeichnung Zentrale für Heimatdienst ZFH, wobei aber in Bonn die Spatzen von den Dächern pfiffen, dass dieses ZFH ausschließlich für den Aufbau einer neuen Armee gedacht war. Aber der ehemalige General von Schwerin, ausgezeichnet mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern, der alle wichtigen Vorarbeiten geleistet hatte, hatte in der Bonner Parteienlandschaft, in der ein Teil die Wiederbewaffnung immer noch vehement ablehnte, ein Manko. Er war ein ehemaliger General und auf seinem Gebiet ein Fachmann. Also fand Adenauer einen fadenscheinigen Grund und trennte sich von ihm. Allerdings hat sich der Kanzler aus irgendwelchen Gründen dafür entschieden, nicht wieder einen Soldaten als potenziellen Wehrminister zu berufen. Dafür wählte er den ebenfalls wie Adenauer katholischen ehemaligen Wehrmachtsoberleutnant der Reserve und christlichen Gewerkschaftler, den damals 45-jährigen Theodor Blank, zum Beauftragten des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen. Blank sollte so die für den Aufbau einer Armee verschrobenen Ansicht, die aber in Adenauers Sicht der Dinge passte, als einfacher Reserveoffizier in der Öffentlichkeit nicht mit dem deutschen Militarismus in Verbindung gebracht werden und eine gute Gewähr dafür bieten, dass an dieser sensiblen Stelle des politischen Agierens nicht militärische Überlegungen die Überhand gewinnen. Seit dieser Zeit werden Zivilisten auf dieses Amt berufen. Jedenfalls war Blank von 1950 bis 1956 6 Jahre in verantwortlicher Position für den Aufbau der neuen deutschen Armee. In diesen 72 Monaten hat er alle Möglichkeiten gehabt, zusammen mit seiner militärischen Umgebung, darunter den ehemaligen Wehrmachtsgeneralen Adolf Heusinger links und Hans Speidel, sowie Johann Adolf Graf von Kielmannseck und trotz des heftigen Trommelfeuers aus der damals sowjetisch besetzten Zone SBZ genannten DDR,
eine Armee völlig neuen Stils aufzubauen. Stattdessen wurde der Traum des stark frankophilen Kanzlers Adenauer von, Zitat, einer großen deutschen Wehrmacht in der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft EVG widerspruchslos durchgeführt. In der EVG hätten die Franzosen die Generale gestellt und die Deutschen die Soldaten. Als dann die EVG im August 1954 von den Franzosen aus nationalistischen Gründen gekillt worden war, waren die meisten Gedanken und Arbeiten für die neue deutsche Armee umsonst gewesen. Um dann aber doch nur zu einem schnellen Ergebnis zu kommen, immerhin hatte Adenauer der NATO 12 Heeresdivisionen sowie eine große, schlagkräftige Luftwaffe und Marine zugesagt, wurde auf Teufel komm raus geschlampt. Das Resultat dieses Durcheinanders: als die Armee nach nunmehr 5 Jahren, gleich 60 Monaten Vorbereitung, im November 1955 aufgestellt wurde, fehlte es quasi an allem. An ihrem Namen, an Kasernen, an Personal, an Wohnungen, an ärztlicher Versorgung, an Waffen und Gerät, an Bleistiften und Toilettenpapier, sogar an Uniformen, die darüber hinaus an Hässlichkeit kaum noch zu überbieten waren. Hier bei der Ernennung der ersten Heeresfreiwilligen im November 1955 stand für die Presse nur die erste Reihe in Uniform. Der Rest trug seinen zivilen Sonntagsanzug. Wären nicht 10.000 bestausgebildete Beamte des halbmilitärischen Bundesgrenzschutzes zum Heer und zur Bundesmarine gewechselt, das Desaster wäre perfekt gewesen. Aber als sich dann abzeichnete, dass mit all diesen Versäumnissen nie und nimmer der ehrgeizige Aufstellungsplan von 12 Divisionen zu verwirklichen war, gerade auch im Bereich der dafür fehlenden jungen Zugführeroffiziere, kam vom ehemaligen Gewerkschaftler und als Verteidigungsminister völlig überforderten Theodor Blank der Vorschlag: dann hole ich uns eben 5.000 Bergleute und mache die zu Leutnanten. Auf Nummer 14 der Rangliste steht Manfred Hermann Wörner von der CDU. In die Amtszeit vom 4. Oktober 1982 bis 18. Mai 1988 des ungedienten, allerdings über Wehrübungen zum Piloten ausgebildeten, zuletzt Obersten der Reserve Wörner fiel die Aufstellung der deutsch-französischen Brigade und die ersten Pläne für den Eurofighter. Aber in unrühmlicher Erinnerung blieb Wörner durch sein mehr als zweifelhaftes, bis heute unbeantwortete Fragen hinterlassenes Verhalten in der Affäre um den 4-Sterne-General Dr. Günther Kiesling im Jahr 1984 wegen dessen angeblicher Homosexualität. Unterstützt von dem Generalinspekteur General Wolfgang Altenburg legte Wörner gegenüber Kiesling ein mehr als illoyales Verhalten an den Tag, glaubte weder dem Ehrenwort des damals als stellvertretenden NATO-Oberbefehlshabers Europa fungierende General Kiesling, noch sagten er oder Altenburg während der späteren Aufklärung des Skandals die Wahrheit. Doch während General Kieslings Renommee ein für allemal beschädigt war, hielt Bundeskanzler Kohl stur an dem CDU-Mann Wörner fest und besorgte ihm auch noch den lukrativen und einflussreichen Posten des NATO-Generalsekretärs und Vorsitzenden des Nordatlantikrats. Auf Rang 13 ist Karl Theodor Freyer von und zu Guttenberg von der CSU. Der hatte seine Wehrpflicht bei der Gebirgstruppe abgeleistet und war als Unteroffizier der Reserve entlassen worden. Herzog Guttenberg war vom 28. Oktober 2009 bis zu seinem Rücktritt am 3. März 2011 Verteidigungsminister, der, wie Weiland Helmut Schmidt quasi als Messias angekündigte, entließ im Zuge der Aufklärung eines Bombardements im afghanischen Kunduz, wozu es bis heute mehrere voneinander abweichende Versionen gibt, quasi als Bauernopfer den Generalinspekteur General Wolfgang Schneiderhahn als auch den Staatssekretär im Verteidigungsministerium Peter Wiechert. Es war aber auch die Zeit, in der General Schneiderhahn die Bundeswehr mit denselben Vorwürfen konfrontierte, die auch schon seine Vorgänger hatten. Mangelhafte Kommunikation, eine übertriebene Anspruchshaltung vieler Soldaten, die für den Dienst an ihrem Land ein, Zitat, rundum Wohlfühlangebot mit Erfolgserlebnis forderten, weiterhin so viele Zuständigkeiten, dass, Zitat, keiner sich mehr zuständig fühlt. Schließlich hatte General Schneiderhahn die Frage in den Raum gestellt, ob, Zitat,
immer die richtigen Leute in der Bundeswehr Spieß oder Chef sind. Nun, auch er hätte vieles ändern können, aber für durchgreifendere Maßnahmen, seine Vorgänger konnten ein Lied davon singen, fehlte auch ihm wohl die ministerliche bzw. Unterstützung der Kanzlerin. Unter zu Guttenberg wurde der Plan zur x-ten Reform in Angriff genommen, nachdem dann alles besser, effektiver, gerechter, demokratischer, freundlicher und vor allem kostengünstiger sein sollte. Die sogenannte Neuausrichtung der Bundeswehr. Dazu ein passendes Beispiel. Aus dem Personalamt der einstmals großen Bundeswehr mit 500.000 Soldaten unter der Führung eines Amtschefs im Dienstgrad Generalmajor und 700 Bediensteten wurde für die kleine Bundeswehr das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr geschaffen, jetzt mit mehr als 4.200 Bediensteten unter der Leitung eines Zivilisten. 4.200, das ist mehr Personal, als die Panzerbrigade 21 Lipperland-Soldaten hat. Auch setzte Herr zu Guttenberg eine Strukturkommission unter Führung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, mit der Aufgabe ein, Zitat, Erkennung von Schwächen und Stärken der Bundeswehr. In Wirklichkeit ging es auch hierbei nur immer über mögliche Einsparungseffekte und in diesem Fall, wie man dem Publikum die Beendigung der Wehrpflicht verkaufen konnte. Ein Satz von Guttenberg entlarvte das ganze Unterfangen. Der mittelfristig höchste strategische Parameter, quasi als Conditio sine qua non, unter dem die Zukunft der Bundeswehr gestaltet werden muss, ist das global ökonomisch gebotene und im Verfassungsrang verankerte Staatsziel der Haushaltskonsolidierung. Zu Deutsch, ich beginne damit, die Bundeswehr endgültig kaputt zu sparen. Dann konnten Frau Merkel und der Dauerbefürworter der Abschaffung, Herr Westerwelle von der FDP, endlich frohlocken. Unter ausdrücklicher Billigung von CSU und CDU wurde die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen, de facto also ihre Abschaffung. Sie hatten das sprichwörtliche Kind geschaukelt, auch wenn es nicht viel später in den Brunnen fiel und dort fast ertrank. Aber Herr von und zu Guttenberg war bei den Soldaten in der jetzt genannten Armee im Einsatz, auch durch sein Ansprechen von Tatsachen während der Auslandseinsätze beliebt. Was das Zitat Friedensengagement der Bundeswehr in Afghanistan betraf, hatte er als erster verantwortlicher Militärpolitiker Klartext gesprochen in Bezug auf die heftigen Gefechte oder Anschläge mit Gefallenen von Krieg gesprochen und die Einsatzmedaille Gefecht eingeführt. Damit hatte er das bis dahin übliche verschleiernde Gewäsch von dem schulenbauenden und brunnenbohrenden schwarz-rot-goldenen Freund und Helfer ad absurdum geführt, wofür ihm Respekt gebührt. Als Nummer 12 auf der Rangliste steht Dr. Reapol Hans Eberhard Apel von der SPD, als sogenannter weißer Jahrgang ungedient, damit zu seiner Amtszeit vom 17. Februar 1978 bis 1. Oktober 1982 auch der erste nicht kriegsgediente Minister. 1955 war er aus Protest gegen die Wiederaufrüstung in die diese ablehnende SPD eingetreten. Jetzt stand er im Amt des Verteidigungsministers 500.000 Soldaten vor. Apel hat von den großen Leistungen seines Vorgängers Georg Leber profitiert und sich durch seine absolute Loyalität zu Bundeskanzler Schmidt ausgezeichnet. Der auf Platz 11 gesetzte ungediente Professor für Staats- und Verwaltungsrecht Dr. Rupert Scholz, CDU, war lediglich vom 18. Mai 1988 bis 21. April 1989 im Amt. Scholz' Versuch, den Wehrdienst wieder auf 18 Monate zu erhöhen, scheiterte an den üblichen vorgeschobenen Gründen. 2006 forderte der brillante Denker die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, um, Zitat, auf eine nukleare Bedrohung durch einen Terrorstaat angemessen, im Notfall also sogar mit eigenen Atomwaffen reagieren zu können. Rang 10 gehört Dr. Jur Thomas de Maizière von der CDU, Oberleutnant der Reserve der Bundeswehr Panzergrenadiertruppe. Er leitete vom 3. März 2011 bis zum 17. Dezember 2013 die von seinem Vorgänger zu Guttenberg angestoßene Neuausrichtung der Truppe, erließ 2011 ein umstrittenes Stationierungskonzept
und führte die Aufhebung der Wehrpflicht durch. Mindestens ab jetzt begannen die massiven Einsparungen bei der Bundeswehr, vor allen Dingen beim Heer. Auch hatte de Maizière kurzsichtig entschieden, dass Ersatzteile erst dann angeschafft werden sollen, wenn sie notwendig sind. Da die Industrie aber nicht größere Mengen millionenteure Wehrmaterialersatzteile auf Vorrat hielt, was auch nicht ihre Aufgabe ist, mussten viele Waffensysteme zeitweise stillgelegt werden. Einmal mehr zog die Presse hämisch über die Soldaten her, obwohl auch diese Misere auf das Konto eines zivilen Ministers ging. De Maizière gehört zu den Politikern, die man immer wieder in neuen Regierungsämtern findet. In seinem Fall sind das Finanzen, Justiz, Inneres, besondere Aufgaben und Verteidigung. Auf Platz 9 habe ich den SPD-Politiker Helmut Schmidt gesetzt, im Krieg Oberleutnant der Reserve der Luftwaffen-Flakartillerie. Er hatte im Zuge der ersten sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt als erster Sozialdemokrat das Amt am 22. Oktober 1969 angetreten und ist bis zum 7. Juli 1972 bekleidet. Zugegeben, die Bundeswehr sah sich damals bereits seit geraumer Zeit mit einer veränderten Gesellschaft konfrontiert. Aber das war auch ein Resultat der Brandtschen Wahlkampfversprechen und der ausgegebenen Devise »Mehr Demokratie wagen«. Plötzlich verweigerten ganze Abiturschulklassen, unterstützt von zahlreichen Lehrern und Pastoren der evangelischen Kirche, nach dem Grundgesetz Artikel 4 Absatz 3 den Wehrdienst. Artikel 4 lautet, niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Aber obwohl der Artikel von Kriegsdienst spricht, griff wieder einmal das Bundesverfassungsgericht ein und verkündete 1960, dass der Artikel 4 auch zur Verweigerung der Wehrpflicht berechtigen würde. In die Verantwortung des Verteidigungsministers Schmidt fällt unter anderem die Verkürzung des Grundwehrdienstes von 18 auf 15 Monate und das, obwohl Waffen und Gerät in den Kampf- und Instandsetzungseinheiten technisch immer anspruchsvoller geworden waren, die Gründung von zwei halb militärischen, halb zivilen Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München, der Beginn des inquisitorischen Durchstöberns der Truppenbibliotheken nach nicht genehmer Literatur, die Winkelzüge zur Vertuschung des dramatischen Unteroffiziermangels durch Umwidmung vieler Unteroffizierstellen in der Stahn zu Hauptgefreiten, die unausgegorene und Kameradschaft im Offizierkorps nachhaltig beschädigende Beförderung ohne Planstellen von 1650 Hauptleuten zu Majoren und 2350 Majoren zu Oberstleutnanten mit unter anderem Ergebnissen, dass in einem Panzergrenadierbataillon ein Offizier vom Hauptmann zum Oberstleutnant aufrückte, obwohl er nie mehr als Kompaniechef war, während der Chef der Nachbarkompanie Oberleutnant blieb. Und dann war da noch der durch nichts begründete, populistische, anbieterische und völlig überflüssige sogenannte Haarnetzerlass vom 8. Februar 1971, der die Bundeswehr für 15 Monate national und international zum Gespött gemacht hat. Hätte das ein konservativer Minister befohlen, er wäre von Opposition und Presse geschlachtet worden. Aber was den Oberleutnant der Reserve der Bundesluftwaffe Helmut Schmidt betraf, der ja nicht nur von der Presse angekündigt war als jemand, der auf dem Wasser laufen, sondern sich auch armschwingend fliegend beim nächsten Zigarettenautomat mit seinem Tagesbedarf von 3 Schachteln Reno eindecken konnte, wurde auch die größte Posse als wohldurchdacht und zeitgemäß gelobt. Auch das folgende Bild ist ein Produkt des Mehr-Demokratie-Wagen. Es stammt vom November 1971 und zeigt Bundeswehrsoldaten in Uniform beim 2. Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei DKP, was nach § 15 des Soldatengesetzes im Absatz 3 »Der Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine Uniform tragen« verboten ist, aber zu dieser Zeit auf Anordnung des SPD-Ministers keine Konsequenzen nach sich zog. Interessant ist, wie es zur Gründung dieser linksextremistischen kommunistischen Partei gekommen ist. Aber es wirft auch ein grelles Licht auf die Verhältnisse dieser Zeit.
Da das höchstrichterliche Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, weiter bestand und der Justizminister der regierenden sozialliberalen Koalition und spätere Bundespräsident Gustav Heinemann von der SPD, der im Laufe seiner Karriere in 5 unterschiedlichen Parteien Mitglied gewesen ist, von rechts bis links, eine formale Wiederzulassung der KPD ablehnte, hatten sich in dieser Sache 1968 2 Funktionäre der verbotenen KPD mit ihm zu einem Gespräch getroffen. Man mag es kaum glauben, aber damals hat der Bundesjustizminister Heinemann den beiden Kommunistenführern empfohlen, sie sollten die KPD doch einfach zur DKP machen, um mit dieser Neugründung der neuen Partei für eine Legalisierung ihrer politischen Arbeit in der Bundesrepublik den Weg bahnen. Was dann ja auch geschah. Später, als Bundespräsident, hier mit Frau Hilda, trank Heinemann sein Bier aus der Flasche und lehnte den großen Zapfenstreich zu seinem Abschied 1974 ab, um lieber eine Bootstour zu machen. Ja, der damals noch in normalen militärischen Dimensionen denkende und handelnde Teil der Bundeswehr hatte es nicht leicht in der Zeit der rot-gelben Koalition. Aber was 1971 diese Ansammlung von unlustig aus der Wäsche blickenden militärischen DKP-Karikaturen betraf, waren die in der NVA der DDR binnen 5 Minuten entweder beim Friseur oder in Schwedt an der Oder gelandet. Bei Helmut Schmidt hieß es später, er sei wohl ein passabler Verteidigungsminister gewesen, das hätte ihn aber nicht zu einem guten Bundeswehrminister gemacht. Als die Nummer 8 auf der inoffiziellen Rangliste steht Helmut Schmidts größter politischer Gegner, Franz Josef Strauß. Der hatte allerdings 15 Jahre vor ihm, am 16. Oktober 1956, das Amt übernommen und ist bis zum durch die Spiegel-Affäre ausgelösten Rücktritt am 9. Januar 1963 behalten. Dieser wortgewaltige CSU-Politiker, im Zweiten Weltkrieg Oberleutnant der Reserve der Heeresflugabwehrtruppe, war nach dem bereits erwähnten Theodor Blank der zweite Bundesminister für Verteidigung, wie man oben lesen kann, nicht der Verteidigung. Dazu eine kurze Erläuterung. Erst mit der Weimarer Republik waren vollwertige Reichsministerien eingeführt worden, sogenannte klassische, die mit der gekennzeichnet, und nicht klassische, die mit für gekennzeichnet wurden. Dieses Verfahren wurde auch in der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland so gehandhabt, was dazu führte, dass zunächst auch das Verteidigungsressort als nicht klassisches Ressort die Bezeichnung für Verteidigung erhielt. Mit der Umbenennung zum 30. Dezember 1961 in Bundesministerium der Verteidigung wurde es dann zu einem klassischen Ressort, wie zum Beispiel Auswärtiges, Justiz, Inneres und Finanzen. Ein Blick auf die Amtszeit von Strauß zeigt seinen Drang, gegen den Rat seiner militärischen Berater, die eher auf Klasse statt Masse gedrängt hatten, so schnell wie möglich die von Adenauer zugesagten 12 Divisionen sowie Luftwaffen- und Marinegeschwader der NATO zu unterstellen. Überhastet wurden in der Heeresstruktur 2 bis Ende 1959 11 Divisionen mit 27 Brigaden aufgestellt, was zu immer häufiger auftretenden Problemen im personellen und materiellen Bereich geführt hatte. Bewusst hatte er auch General Friedrich Fertsch zum Generalinspekteur ernannt. Ab dann hieß es aus der Truppe, dass, Zitat, unter Fertsch nicht mehr geführt würde, sondern nur noch verwaltet werde. Damit aber war die Initiative für die Formung der Bundeswehr von der Spitze in Bonn nach unten abgerutscht. Damit präsentierte sich aber die Bundeswehr unter Strauß nach außen nicht mehr als ein homogenes, sprich uniformes Gebilde, sondern vermittelte dem Betrachter ein Bild, das sich mehr am Kasernenhofalltag und den zufälligen Ansichten, Marotten oder Ängsten der Kommandeure und Chefs orientierte, als an den für alle gültigen Führungsvorstellungen der militärischen Spitze. Die hat es darüber hinaus auch versäumt, den meist noch aus dem Zweiten Weltkrieg kommenden und noch wie an der Front führenden klarzumachen, dass die Friedensbundeswehr in vielen Bereichen eben anders war als die Wehrmacht im letzten Kriegsjahr. Strauß' Umgang mit Untergebenen, sprich der Generalität,
fand teilweise mit einer Sprache statt, die weder der Nobilität und schon gar nicht der Kameradschaft entsprach. Auch die Beschaffung von Wehrmaterial warf nicht nur damals Fragen auf. Das galt zum Beispiel für die ursprünglich einmal 10.680 georderten Schützenpanzer vom Typ HS-30, von dem es bei der Bestellung lediglich ein Holzmodell gab. Hier am 25. September 1958 begutachtet von ihm und dem Bundeskanzler Adenauer. Und natürlich auch der skandalumwitterte Kauf von 916 F-104G Starfightern, deren Absturzserie von 269 Maschinen mit 116 toten deutschen Piloten und 8 Amerikanern zum Politikum wurde. Strauß hätte, wie bereits sein Vorgänger Theodor Blank, aufgrund seiner Stellung bei Adenauer, teilweise auch der Alliierten, alle Möglichkeiten gehabt, das Schiefgelaufene bei der Bundeswehr wieder ins Lot zu bringen. Verhindert hat das seine Besserwisserei und sein brennender Ehrgeiz, jedes Amt lediglich als Sprungbrett für das erstrebte Amt des Bundeskanzlers zu sehen. Nummer 7 ist der Politikwissenschaftler Rudolf Scharping von der SPD im Amt vom 27. Oktober 1998 bis 19. Juli 2002. Er hatte sich bei der Bundesluftwaffe verpflichtet, war aber nach 6 Monaten krankheitsbedingt entlassen worden. Unter seiner Führung nahm die Bundeswehr ohne UN-Mandat am Kosovo-Krieg gegen das ehemalige Serbien teil, wobei seine Rolle dabei sowie die von Bundeskanzler Schröder und dem grünen Außenminister Fischer diskussionswürdig sind. Scharping errichtete die sogenannte Streitkräftebasis und den zentralen Sanitätsdienst. Nach nur kurzer Amtszeit war der Generalinspekteur General Hans-Peter von Kirchbach zurückgetreten, was Spekulationen über Scharpings Führungsstil ausgelöst hatte. In seiner Amtszeit wurden im Jahr 2000 die Diskriminierung von Homosexualität bei der Bundeswehr beendet und ab 1. Januar 2001 alle Laufbahnen uneingeschränkt für Frauen geöffnet. Weiterhin verstärkte er den Trend zum sogenannten Outsourcing mit der Etablierung der LH Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft MBH und der ebenfalls von Zivilisten geleiteten Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb MBH, seit 2017 sogenannte BW Consulting GmbH. Schließlich 2 Jahre später mit der umstrittenen BW Fuhrpark Service GmbH. Denn hatte früher jedes Bataillon einen Bus und jedes Bataillon eine Anzahl Soldaten mit Busführerschein, stellt jetzt dieser BW Fuhrparkservice Busse und ihre zivilen Fahrer, was durch deren Status nicht selten zu früheren Beendigungen von Übungen bzw. Schießvorhaben führt, damit deren Arbeitszeit nicht überschritten wird. Nummer 6 auf der inoffiziellen Rangliste. Vom 9. Januar 1963 bis zum 1. Dezember 1966 im Amt ist der ehemalige Leutnant und Dolmetscher in der OKW-Amtsgruppe Abwehr unter Admiral Canaris, Kai-Uwe von Hassel, CDU, der während seines Lebens zahlreiche weitere öffentliche Ämter bekleidet hat und nicht ganz einfach einzuordnen ist. Von ihm stammte die Aussage, der Beruf des Soldaten ist ein Beruf wie jeder andere. Gleichzeitig aber vertrat er auch die Ansicht, dass die Disziplin in vielen Einheiten der Bundeswehr eher zu lax als zu hart gehandhabt würde. In einer Rede vor der Schule der Bundeswehr für innere Führung in Koblenz, seit 1981 Zentrum innere Führung, wettete er gegen denjenigen, Zitat, der es für unschicklich hält, vom Vaterland, von Nation zu sprechen, sprach aber selbst in der gleichen Rede von der Bundesrepublik als, Zitat, einem Territorium, das geschützt werden müsse. Und ihm war auch klar, dass nach den Jahren des teilweise ungeordneten Aufbaus jetzt zunächst, Zitat, das innere Gefüge der Truppe gefestigt werden müsse, ehe weitere Verbände aufzustellen seien. Aber kurz darauf befahl er mit Beginn 1. Januar 1964 den Aufbau der sogenannten Territorialverteidigung, also der Reservearmee, die gegen den Ratschlag von militärischen Fachleuten bis zur Regimentsebene ausschließlich von Reserveoffizieren geführt werden sollten. Die spätere Praxis hat allerdings gezeigt, dass dieses Verfahren für jeden einfach nachvollziehbar große Schwächen hatte.
10 Jahre nach Aufstellung litt die aktive Truppe jetzt immer stärker unter der hastigen Aufstellung, die in Kombination mit dem dramatischen Fehl von Unteroffizieren und Offizieren dazu geführt hat, dass auf den Offiziersschulen, Zitat, dort die Leutnante durchschnittlich mit einer gerade noch ausreichenden Qualifikation abgehen. Von Hassel hatte schon früh die vielen Fehlentwicklungen erkannt, beklagte öffentlich, Zitat, die Absicherung, das nicht auffallen wollen und die auf Versorgung bedachte Einstellung vieler Offiziere. Aber dagegen unternommen hat er als verantwortlicher Minister auch nichts. Gleiches galt auch bei der Beseitigung des Unteroffiziermangels. Bei denen fehlten bei Heer, Luftwaffe und Marine bis zu 56.000, also 2 komplette Divisionen. Dafür gab es am 24. April 1965 im Preußenstadion zu Münster für 319 Heeresbataillone die Truppenfahne. Von Minister von Hassel, dessen Sohn Joachim am 10. März 1970 als Oberleutnant zur See im Marinefliegergeschwader 2 beim Absturz seines Starfighters zu Tode kam, stammt der am 1. Juli 1965 erlassene sogenannte Traditionserlass, der, sehr deutsch, regeln sollte, in welcher Form und wozu überlieferungswürdige Werte aus der deutschen Geschichte in die Truppe gepflegt und weitergegeben werden sollten. Und 4 Monate vor seinem Ausscheiden aus dem Amt des Verteidigungsministers erließ er am 1. August 1966 den, Zitat, Erlass über das Koalitionsrecht der Soldaten und der gewerkschaftlichen Betätigung in den Kasernen, kurz Gewerkschaftserlass, in dem Soldaten ausdrücklich gestattet wurde, Gewerkschaften beizutreten. Als Reaktion darauf, sie sahen den Gewerkschaftserlass für das Militär als unmöglich an, traten der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Heinz Trettner, und Generalmajor Günther Pape, der Befehlshaber im Wehrbereich 3, zurück. Und nur ein paar Tage später verlor die Bundeswehr den 3. hochrangigen General mit dem Rücktritt des Inspekteurs der Luftwaffe, Werner Panitzky, der in einem Interview die Beschaffung des Starfighters als eine rein politische Entscheidung kritisiert hatte und dafür von der Parteipolitik heftig angeschossen worden war. Auf Platz 5 steht der CDU-Politiker Franz Josef Jung, der 1968 als Offizieranwärter im Flugabwehrbataillon 5 in Lorch am Rhein gedient hatte. Minister war er vom 22. November 2005 bis zum 28. Oktober 2009. Während seiner Amtszeit entstand das im Verteidigungsministerium in Berlin errichtete Bundeswehrdenkmal für die gefallenen und verstorbenen Soldaten. Auch stiftete der konservative Minister 2008 das Bundeswehr-Ehrenkreuz für Tapferkeit. Am 4. September 2009 fand der bereits erwähnte Luftangriff bei Kunduz statt, der in Ermangelung eigener Flugzeuge von 2 von der Bundeswehr angeforderten US-Jets ausgeführt worden war. Jung, dem klar war, dass man damit rechnen muss, wenn man schon beim zentralasiatischen Gebirgsmassiv Hindukusch Deutschland verteidigen will, dass es dabei auch Tote und Verletzte geben kann, versuchte, sich vor die Soldaten zu stellen. Allerdings bekam dieser bedauerliche Vorfall, zu dem es auch unterschiedliche Versionen gibt, eine ins Kriminelle gehende Eigendynamik. Und die üblichen Verdächtigen, die es ja schon immer gewusst haben, dass man den bösen Soldaten nicht über den Weg trauen kann, schlugen sich wieder selbstverliebt auf die Schultern und konstatierten, dass man mit der jahrzehntelang praktizierten Methode, mit Milliardenzahlungen lieber Soldaten anderer Staaten für sich kämpfen zu lassen, doch viel besser gefahren ist, wo man sich beim Publikum quasi als willkommenes Zubrot dabei noch als der größte Freund der Menschheit in Pose setzen kann. Auf Rang 4 steht Frau Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU. Sie ist seit 17. Juli 2019 mit Stand November 2021 nur noch Geschäftsführerin im Amt. Frau Kramp-Karrenbauer musste zunächst den hinterlassenen Scherbenhaufen ihrer Vorgängerin und eine vom Image her runtergewirtschaftete Armee übernehmen, daneben sich andauernde Angriffe von links und Teilen der Presse erwehren, die zwar das KSK nennen, aber natürlich sie und damit die gesamte Bundeswehr als Ziel haben.
In die Amtszeit von Frau Kramp-Karrenbauer fällt die vorsichtige Verstärkung der Truppe. Ihre Entscheidung zur Komplettauflösung der 2. Kommandokompanie, des Kommando Spezialkräfte, war meines Erachtens ein Fehler, ist aber dem seit Jahrzehnten ausgeübten Reflex im Ministerium geschuldet, beim Ausbleiben der Rückendeckung des Kanzlers bzw. der Kanzlerin und der eigenen Partei sofort der polternden Opposition und der ins gleiche Horn stoßenden Presse nachzugeben. Alles in allem aber hat Frau Kramp-Karrenbauer zusammen mit dem Generalinspekteur General Zorn einige wichtige Diskussionen angeschoben, wie die über die Streitkräftebasis und den zentralen Sanitätsdienst, die Wehrpflicht sowie über eine allgemeine Dienstpflicht, dann auch für Frauen und Ausländer. Es wäre zu begrüßen, wenn die in absehbarer Zeit neu ernannte Führung des Verteidigungsministeriums die von Frau Kramp-Karrenbauer und General Zorn angeschobenen wichtigen Maßnahmen weiterführen würden und man nicht, wie oft in der Vergangenheit bei Amtswechseln geschehen, unter dem Motto »Das Ministerium ersetzt im Frieden den Feind« den Soldaten der eigenen Armee mit unnützigen Reformen neuen Schaden zufügt. Der dritte Rang und damit die Bronzemedaille gebührt Gerhard Schröder von der CDU, der den Krieg als Unteroffizier und Funklehrer mitgemacht hatte. Schröder saß mit Beginn der ersten großen Koalition zwischen CDU und SPD in der Zeit vom 1. Dezember 1966 bis zum 21. Oktober 1969 auf dem Ministersessel, also in der Zeit, in der er als CDU-Mann Rücksicht auf den gegenüber der Bundeswehr nicht unbedingt aufgeschlossenen Koalitionspartner SPD nehmen musste. Dazu kam die bereits seit den frühen 60er Jahren sichtbare Unruhe von Teilen der Jugend, die sich immer mehr verstärkt hatte. Zwar hat auch Schröder in 3 Jahren 53 Generale vorzeitig entlassen, aber im Großen und Ganzen hat er die Truppe ihr Handwerk betreiben lassen und auch ziemlich erfolgreich geschafft, sie aus den parteipolitischen Querelen dieser Jahre herauszuhalten. Die Absturzserie beim F-104G Starfighter konnte er zusammen mit dem Inspekteur der Luftwaffe, General Johannes Steinhoff, hier bei einem Empfang in Paris drastisch senken. Am 6. Juni 1969 nahm Minister Schröder rechts aus Anlass des 20-jährigen Bestehens der NATO zusammen mit Bundeskanzler Kiesinger und NATO-Vertretern die letzte große Parade der Bundeswehr auf dem Nürburgring ab. Die Silbermedaille auf Platz 2 bekommt Gerhard Stoltenberg von der CDU, der im Krieg noch für kurze Zeit als Marinehelfer eingesetzt war. Stoltenberg, dessen Amtszeit vom 21. April 1989 bis 31. März 1992 ging, hatte am 3. Oktober 1990 die Befehls- und Kommandogewalt über die gesamtdeutschen Streitkräfte, also die zusammengelegte Bundeswehr und die NVA übernommen. Zusammen mit General Schönbohm meisterte er die Auflösung der NVA bzw. deren Eingliederung in die Bundeswehr. Man beurteilt heute diese Maßnahme als die am besten gelungene aller vergleichbaren Eingliederungsprozesse anderer Ministerien und Institutionen. Womit ich zum Platz 1 der Goldmedaille komme. Sie gebührt eindeutig dem SPD-Politiker Georg Leber. Der gelernte Maurer und später Gewerkschaftsfunktionär war im Zweiten Weltkrieg Unteroffizier der Luftnachrichtentruppe gewesen und vom 7. Juli 1972 bis zum 16. Februar 1978 Bundesminister der Verteidigung. Er hat manches gerade gebogen, was bei seinem Vorgänger Helmut Schmidt in Schieflage gekommen war. Auch hatte die Armee, besonders über das Feldheer, einen starken Aufrüstungsschub erfahren, der unter anderem zum Endausbau von 36 Brigaden geführt hatte. Der Leberschorsch, wie der aus Hessen kommende Minister auch genannt wurde, war in der gesamten Bundeswehr hochgeschätzt, hoch angesehen und beliebt. Für die Lanzer war er der Soldatenvater. Wegen läppischer Vorwürfe ist er zurückgetreten, zur Freude der SPD-Linken und dem Bedauern der Soldaten, die nie einen besseren Oberbefehlshaber hatten. Als Georg Leber am 21. August 2012 mit 91 Jahren verstarb, gab ihm seine Bundeswehr das letzte Geleit. Ja,
Das war sie also, meine persönliche und inoffizielle Rangliste der bisher 18 deutschen Bundesminister der Verteidigung. Aber auch um an die zu erinnern, die nicht mehr unter uns sind, habe ich diese Rangliste erstellt.